Okay, kolonisiert Planet. Dies dauert 12 Monate ungefähr. Okay. Construction complete. Ah, okay, nice. Gut, dann macht mal Bergbaustation. So, das ist jetzt unsere neue Kriegsflotte. Also immer noch unsere Flotte, nicht neu. Oh. 178, willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mann? Wie stark sind denn die Schiffsdesigner? Gib mir sofort. Hier. Keine Sektion. Machen wir mal kurz den Abfangrumpf hier. Blauer Laser. Was ist das denn? Energieverbrauch ist in groß doppelt so hoch und kostet auch doppelt so viel. Aber scheint mehr Schaden zu machen, oder? 25 bis 41, 32 bis 47. Ja, gut. Geht so. Ist jetzt auch nicht so mega geil, muss ich sagen. Aber wir könnten unsere bisherige Kurva noch ausrüsten mit dem. Mit dem blauen Laser. Ja, please. Das heißt, die neuen Kurva 1, der neue Kurva 1-Typ wird dann hier komplett so. Wir machen am besten noch einen zweiten. Den nennen wir Kurva 2. Kurva 2. Das wird dann ein Abfangrumpf. Weil bisher haben wir so einen neutralen. Jetzt haben wir dann einen Abfang. Das sind drei. Der bekommt gleich drei schöne Laser. Und zwar von dem blauen. Ja, passt, genau. Nice. Okay. Ah, okay, und hier haben wir noch einen Ionentreib. Ah, stimmt. Okay. Ja, ich würde ganz gerne das Design so lassen. Ich habe doch jetzt alles ausgewählt. Das Schiffsdesign hat nicht genügend Energie. Oh, okay. Jetzt hat es genug Energie. Leistungsstatistik 0. Okay. Und wenn wir einen wegmachen? Wenn wir den in der Mitte zum Beispiel durch einen roten einfach ersetzen. Leistung 2. Na gut. Speichern. Okay. Sehr schön. Hier ist neutrale Flotte und hier ist böse Flotte. Void Cloud. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit denen anfangen soll. Wir halten unsere Flotte mal definitiv hier. Das könnte sonst nämlich vielleicht üble Folgen haben. Das klingt, als würde man da einfach spritzen. Also spritzen im Sinne von Farbe an die Wand spritzen oder so. Pft, pft. Oder so ein Hochdruckreiniger, der Wasser so ganz schnell rausspritzt. Heieiei. Klingt so seltsam. So, jetzt haben wir definitiv hier unten. Oh. Wir haben hier noch nicht viel Platz. Ach so, ja, weil der noch kolonisieren muss. Okay. Alter, die verbreiten sich hier, ey. Kontakt. Ja, läuft mit denen. Ebenwürdig misstrauisch. Hält sich vorsichtig mir gegenüber. Ah. Ist jetzt fertig? Nein, immer noch nicht. Aber ich glaube, das Blau hat sich ein bisschen ausgeweitet. Das ist gut. Hallo. Special project complete. Och nö. Schon wieder. Nachdem wir ihre Sprache, bla 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 bla. Toll. Hallo. Was sind Sie denn? Ich spreche für das Savixcast. Für das League. Okay, gut. Well, ist ein Eigenname, ne? Wir sind eine demokratische Nation, die sich für die Fahnen geschrieben hat, die individualistische Freiheit unserer Bürger in einer Galaxie voller fremder Schrecken aufrechtzuerhalten. Unser gewählter Anführer, Luke Yip Trak,
warnt euch vor der Interaktion mit unseren Bürgern oder der Annäherung an unser Raum. What the fuck? Wer ist Boom Power? Hier spricht Boom Power. Das ist natürlich auch erstmal so eine richtig geile Antwort, oder? Aber es ist ein demokratisches Volk, wir können viel lernen. Außerdem müssen wir hier wieder raus. Ah, oh, Mann, Alter, wir sind hier total eingequetscht. Wir brauchen Freiraum. So, Kontakt bitte. Alles klar, läuft bei denen? Ja! Oh, ach, die Konstruktion ist fertig, okay. Neuer Kontakt, Grenz. Wie, die sind nicht weltoffen? Pui. Weißt du, Demokratie, aber... Na ja, gut, okay. Man sieht ja, es geht. Okay, hier ist nicht so geilo. Ja, dann geh mal bitte da runter. Oder wo ist denn unser anderes Schiff? Da ist unser anderes Schiff. Ja, danach gehst du mal bitte dahin. Oder? Gehst du dahin? Nee, du gehst hier runter. Los, geh da runter. Wir müssen da unten forschen. Okay, du bist fertig. Wunderbar. Dann geh dahin und bau. Alter Schwede, die haben sich auch schon da so Gen-Kern entwickelt. Scheiße. Alter, ich bin hier viel zu spät. Diese ganzen Kolonialisierungen, die laufen alle viel zu spät ab. So, hier auf der Oberfläche, da können wir lauter Gebäude ausbauen, schon länger. So, du da. Entfernen mal. Genau. Und dann können wir hier noch unser Kraftwerk ausbauen. Zum Kraftwerk 2. System Survey complete. Oder? Oh. Ja. Würde ich sagen. Gönn dir. Ausbau. Schön. Das ist fertig. Alter Schwede. Ist ja geiler Stuff. Mach, los. Also wenn da jetzt auch noch eine ist, dann raste ich aus. Weil hier sind sie ja schon so verdammt nah dran. Hier würde ich am liebsten auch gerne kolonisieren, aber es geht nicht. Da ist auch was. Also das Problem ist, dass das halt, ich glaube, das ist ganz knapp halt noch in meinem Einflussbereich drin. Ich weiß nicht, ob das so mega geil ist. So, da. Der Aus... Ah, guck mal, der Bereich wird immer besser. Kostet monatlich 8. Wah! Scheiße. Die Kolonie kostet uns gut was. Ich hoffe, die bringt uns auch gut Geld ein dann. Ah. Was? Wer hat wen zum Rivalen erklärt? Planet States Uxbarix Planeten. Wer ist jetzt mit wem? Rival von dem. Ja, okay. Ja. Ah ja, okay, das ist fertig. Okay, dann mach mal hier. Und hier. Ah, im einen Monat erst. Rivalität. Dies wird die verschlechtern. Colony established. Ja! Oh, wir können den Gouverneur einstellen. Okay. Ah, guck mal, hier 8 Energie. Ah, guck mal, es bringt sogar Geld. Okay, nice. Gouverneur Longsu. Wir brauchen eine 9. Was bringt ihr denn so? Baukosten, Planetar, Baugeschwindigkeit, Baukosten, Blocker, Baugeschwindigkeit, Blocker. Was ist ein Blocker? Ich habe keine Ahnung. Nimm einfach den jüngeren von den beiden. So, ist ein neuer Gouverneur. Erlassliste. These are planet-specific edicts. Practices that can be temporarily enforced by spending some of our influence.
Ah, aber unsere Influenz ist nicht so geilo. Aber wir können hier definitiv Erlässe machen. Erlässe? Ich glaube, ich habe schon mal gefragt. Infrastrukturprojekte. Dauert 10 Jahre. Research complete. Dafür ist halt Bau und so alles schneller. Umziehkampagne? Nein, dann würde ich ja unseren Hauptplaneten nur schaden. Das will ich nicht. Okay. Ja, wir haben aktuell... Ah, hier wird der nächste dann gebaut. Okay. Außerdem haben wir Research complete. Oh, Bergbaunetz 2. Nice. Was können wir da jetzt Neues machen? Autokanone. Das ist ja was Feines. Verteidigungsplattform. Komm, machen wir mal das. Wir müssen uns verteidigen. Langsam wird es hier kritisch hier außen. Construction complete. Heieie, jetzt aber gut. Stimmt. Auf Adnor ist jetzt das Kraftwerk 2 in Gang gekommen. Heimatwelt. Ethnikabweichung, Zufriedenheit, Planeten, Grenz. Extrusion. Okay. Gesundheit. Was haben wir hier? Ja, please. Mehr Mineralien. Gib mir. Und hier können wir auch noch verbessern. Physiklabor oder Ingenieurslabor? Ich glaube, ich brauche eher ein Physiklabor. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir noch gleich ein zweites Kraftwerk. Und dann ist erstmal gut. Erstmal hier eins nach dem anderen ausbauen. Und dann müssen wir natürlich auch noch... Ah, unser Forschungsschiff ist da. Bitte einmal dranhängen. Du bist fertig. Okay. Dann kannst du noch hier hin. Ah, Forschungsstation kann ich nicht bauen. Ah, und so Beobachtungsposten. Ja klar, wir brauchen noch die Beobachtungsposten in den nebenan. Hier brauchen wir den. Natürlich. Sicher, Digga. So, komm. Nee, die sind aber 178. Stopp. Die sind 178. Das ist zu krass. Da kommen wir nicht hin. Forschungsschiff, mach mal Platz. Duda. Nee, Moment. Duda folgst jetzt unserem Konstruktionsschiff. Und du gehst hier hin. Ich muss Beobachtungsposten bauen, dort. So. Du machst gerade Pause und du machst Scanny-Scan. Okay, das ist gut. Schön hier an der Grenze entlang. Ah, vor allem blöd ist auch, nur für eine Mission müssen wir hier hin, ne? Naja. Okay. Was haben wir hier noch so? Okay, die sind nicht so geil. Die Meinung über uns ist, ja, geht so. Indirekte Demokratie. Okay. Mit denen sind wir ganz dicke. Läuft bei uns. Mit der Militärnation sich friedlich stellen. Das kann in die Hose gehen. Kann aber auch einen sehr starken Bündnispartner zufolge haben. Hallo. Wir sollten einen Beobachtungsposten bauen. Und was können wir hier machen? Forschungsstation. Ach so, wir haben jetzt die nicht mehr ausgewählt. Ups. Na komm jetzt, wähl den aus. Dankeschön. Dann mach erstmal hier eine Beobachtungsstation. Das möchte ich mal sehen. Vor allem hier mit der dicken Flotte unterwegs. Erstmal mit einer richtig fetten Flotte unterwegs sein. Ganz wichtig. Und dann ist die Frage, hier scheint es keine Planeten mehr zu geben. Das heißt, wir sind dann hier an der Grenze. Wir müssen also mehr gen Norden. Und da könnte natürlich auch noch das könnte natürlich dann auch noch problematisch sein. Alter! System Survey, komm. Schaut euch das mal an, was hier alles ist. Alter! Okay, da können wir schlecht hin. Okay, du gehst jetzt hier hoch.
da ist unsere Flotte. Ah, ja, okay, bei dem. Was ist das denn, was die da bauen? Geh mal weg, geh mal weg. Wir brauchen ein ordentliches Bild. Was ist das? Ich check's nicht, aber gut. Also natürlich sollte es eine Beobachtungsstation sein, aber was bauen die da? Das schaut aus wie so ein futuristischer Tellerhalter. Also auf diese Kreise hier, da kann man dann so die Teller draufstellen und dann dreht es sich so. Spinning Sushi ist es. Keine Ahnung, irgendwie ganz seltsam. Na gut. Wer hat eigentlich den erlaubt? Oh, das sind böse? Nee, das sind neutrale. Die schon die ganze Zeit da so irgendwie durchfliegen. Also die ganze Zeit treffen wir auf nix und jetzt auf einmal auf so viel. Oh, Hydrokulturfarm. Nice. Ermöglicht Beseitigung von giftigen. Ah, das wäre gar nicht mal so schlecht. Beides wäre nicht schlecht. Weil das ist nämlich beides ganz gut für die Weiterbesiedlung. Machen wir mal das da weg. Machen wir mal das da weg. Good work. Our new observation post has come online and its staff has begun studying the primitive civilization on the planet below. Okay. Die Beobachtungsstation ist fertig. Observation posts house teams of scientists conducting research and remotely observing primitive species on the planets they orbit. Das fällt denen aber auch nicht auf, dass da auf einmal so ein dickes Ding da ist, vor allem wenn die halt schon universal ist sozusagen. Und da ist die nächste Forschungsstation. Ach, die schauen alle so aus. Okay. Übrigens, der Aufstieg da war gerade von unserem Biotech-Fuzzi. Oh, ich bin gespannt. Ein blauer Planet. Okay. Evading hostile fleet. Das ist Mineral Extraction Operation. Mann, ich kann hier nirgendwo mehr hin. Da kann ich auch nicht hin. Achso, geht gerade nicht. Achso, weil ich da schon hinfliege. Okay. Alter, ich komme da nirgendwo hin. Ich müsste jetzt so fliegen. Ich müsste da jetzt rum. So eine Kacke. Ja, jetzt brauche ich halt eine schöne Kriegsflotte, um da irgendwo jetzt mal wieder hinzukommen. Aber Kriegsflotte bedeutet auch gleich wieder Kosten. Naja. Was können wir denn so alles machen? Kurva 2 Klasse. Ach ja, das ist die Verteidiger. Die Angriffs ist die da. Raumhafen Stufe 2. Zu wenig. Naja, gut. Ich würde erstmal sagen, das war's. Ja, da ist aber noch gerade was fertig geworden. Okay, das ist die Forschungsstation. Ich würde gerne wissen. Einen Moment mal. Wir haben doch den Auftrag. Nicht fühlende Wesen. Wir sollen die aufwerten. Das Aufwerten einer nicht fühlenden Spezies geschieht durch Kontakte und dem Reiter Spezies. Kontakte? Was ist denn das da? Construction complete. Das sind die hier? Kontakte. Ja, ich glaube. Seltsam. Hier sind doch Leute drauf.
Planetengröße 10. Reiterkontakte hieß es. Es hieß gerade hier in dem Menü Reiterkontakte. Hier. Das Aufwerten einer nicht fühlenden Spezies geschieht durch Aufrufen des Bildschirms Kontakte und dann des Reiters Spezies. Okay, Kontakte. Spezies. Ah. The Species tab lists all types of nominally intelligent beings we have encountered, allowing us to modify or uplift them if we have the means and opportunity. Ah, I see. Okay, und hier sind tatsächlich auch alle. Und das scheint die Nicht-Fühlende zu sein. Da können wir aufwerten. Uns fehlt die Technologie. Epigenetische Auslöser. Okay. Na, wenn es weiter nichts ist. Weiter im Text. Hier. Forschungsstation. Aber jetzt. Das war's jetzt aber. Jetzt habe ich noch ganz schnell den Begriff gemacht. Wir machen, wo ist der Let's Pali? Da ist der Let's Pali Spielstand. Hier, hallo. Möchtest du den überschreiben? Ja, bitte. Warte mal, ablehnen. In der Cloud. Let's Pali. Speichern. So. Das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Tipps, Tricks, alles Mögliche sehr gern unten rein in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge oder bis nach dem Schnitt bei Stellaris. Dem Weltraum-Adventure mit den Reduzern, die wahrscheinlich gnadenlos untergehen werden. Ciao. Servus Leute, hier ist wieder Boompower und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Musik ist gut. Ist gut, Musik. Ist gut, ist gut, ist gut. Muss ich dich leiser stellen? Ist ja eh schon so leise. Meist noch leiser. Von mir aus. Halt! Nein, hier, weg, fortfahren. Dankeschön. Also, herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Wir waren letztes Mal oder vor dem Schnitt irgendwie dabei, hier eine Beobachtungsstation zu bauen. Genau. Ach ja. Und was ich jetzt tatsächlich knallhart vergessen habe, ich hoffe, ich werde es in der Post-Production dann irgendwie reinschneiden, möchte ich dann nochmal Danke sagen an den fleißigen Kommentarschreiber, der hier ordentlich Tipps gibt und so weiter. Ich habe sie mir alle durchgelesen, ich habe aber tatsächlich jetzt gerade nicht mehr alle im Blick. Ich weiß nur noch auswendig, jetzt wo ich das nämlich gerade sehe, dass wir diese Völker da unten dann auch versklaven können. Technologieaufklärung? Ah, wait a minute. Das ist eine Forschungsstation. Beobachtungsstation. Konnten wir auf dem nichts anders bauen? Nur mal ganz kurz so dumm gefragt. Okay, der wird auf dem wahrscheinlich jetzt... Wir lassen den mal ganz kurz laufen. Weil der wird ja da gerade hinfliegen und was machen? Forschungsstation da drauf. Ah ja, genau. Für den. Und sofort fertig. Oh, Verteidigungsplattform. Au, geilo. Was haben wir da jetzt noch? Verteidigungsstation. Okay, könnten wir machen. Müssen wir aber nicht. Alter. Ist das geil oder ist das geil? Aber das wäre auch nicht schlecht. Oh man, so viel geiler Stuff. Außerdem das hier. Zerstörer. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich nehme das einfach, weil es am schnellsten geht. Das ist in wie vielen Monaten? 19 Monaten fertig. Das ist schon wieder als nächstes direkt fertig. Na gut, okay. Ich beschwere mich nicht. Okay, der fliegt dahin und baut eine Forschungsstation. Alles klar. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Wir sind ja gerade hier und haben hier dort unseren neuen Planeten. Und ich soll Forschungsschiffe alleine losschicken, hieß es. Oh, mit der Ausweichfunktion, die eh von vornherein standardmäßig dabei ist. Was machst du jetzt eigentlich hier? Ja, stimmt ja. Ich wollte hier irgendwas machen, ne? Wollte ich mit dem hier rüber? Ich weiß es nicht. Geh mal dahin. Wenn da noch was ist, dann weißt du ja eh aus. Und ansonsten, mal ein bisschen Schwund ist immer. Was ich damit meine, dann geht er halt drauf. So, hier bauen. Wir könnten theoretisch das Ding ausbauen, richtig? Ja, aber dafür brauchen wir genug Mineralien. Und was zum Geier, wie viel haben wir denn davon, bitte?
Ist ja mal richtig krank. Das müssen wir erforschen. Das... Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich weiß immer noch nicht, wo da was ist mit Drohne und so weiter. Ich glaube, ich hätte mich da diesbezüglich mal ein bisschen informieren sollen oder so. Was bist du eigentlich? Alles klar. Der haut wieder ab. Ist gut. Wo ist unsere Kriegsflotte eigentlich? Ist sie hier dabei? Da ist das Forschungsschiff. Ja, das flieht wieder. Alles klar. Nee, da ist die. Die Klatscherflotte. Oh, hi. Okay. Du bist da. Die Klatscherflotte. Die muss, Ziel angreifen. Ich würde ganz gern zu der springen. Nein. Hier, gehe zu. Ach, die beschützt das Konstruktionsschiff. Nee, ich würde eigentlich ganz gerne da noch ein bisschen...